In diesem Video wollen wir uns Magix Video Pro X anschauen und dabei unter anderem die Frage beantworten, worin unterscheidet sich das Programm von den deutlich günstigeren Tools der Magix Video Deluxe Familie? Bevor wir loslegen, ein kleiner Tipp. Aktuell ist Magix Video Pro X15 sehr günstig. Man zahlt statt der üblichen 299 nur 199. Die Aktion geht bis zum 27. Februar 2024. Wenn du dich entscheiden solltest, hier zuzuschlagen, würde ich dich bitten, das über den Link unten in der Videobeschreibung zu machen. Der führt dich genau zu dieser Aktion. Die entstehen dadurch keine Mehrkosten und ich kriege eine kleine Provision, was letztendlich den Kanal hier unterstützt, um solche Videos wie dieses möglich zu machen. Okay, das war's auch schon. Jetzt legen wir aber los. Nach dem Programmstart zeigt das Programm das nahezu gleiche Startfenster wie Magix Video Deluxe. Das sieht so aus. Hier sehen wir Video Deluxe Premium. Ich klicke hier mal drauf und dann bekommen wir diese typische Übersicht mit den Angaben zu den verschiedenen Bereichen. Wir wollen hier mal in den Bereich Performance schauen. Beide Versionen arbeiten auf Basis der Magix Infusion Engine 3 und unterstützen jeweils alle aktuellen Grafikkarten der Hersteller Intel, Nvidia und AMD. Zudem unterstützen beide Programme Intel Hyperencode. Hierbei werden bei Intel CPUs, die über eine integrierte GPU und eine Intel Arc GPU verfügen, beide Grafikeinheiten verwendet, was somit für eine entsprechend performante Hardwarebeschleunigung sorgt. Und zu guter Letzt unterstützen beide Programme natürlich 8K oder UHD2, wie man auch sagt. Die Programmoberfläche von Magix Video Pro X15 sieht auf den ersten Blick der Oberfläche von Magix Video Deluxe sehr ähnlich. Die beiden wesentlichen Unterschiede sind zum einen der zweite Monitor, den wir hier sehen, und die sogenannte Projektablage. Die sehen wir hier unten. Diese beiden Dinge stehen in keiner der drei Magix Video Deluxe Versionen zur Verfügung und sind somit jeweils ein Feature, das es nur in Pro X gibt. Stellt sich die Frage, wozu benötigt man den zweiten Monitor bzw. die Projektablage? Fangen wir mal mit der Projektablage an. Hier unten in die Projektablage kannst du alle Videoclips, Grafiken oder Audiodateien importieren, die du in deinem jeweiligen Projekt verwenden möchtest. Projektablage ist also nichts anderes als eine programminterne Übersicht, in die du dein Rohmaterial importieren kannst. Das ist insbesondere daher hilfreich, weil man die verschiedenen Ressourcen ja oftmals auch in verschiedenen Verzeichnissen auf seinem System verwaltet. Somit kannst du zu Beginn alle Dinge in die Projektablage importieren und dann loslegen. Wenn du etwas brauchst, findest du es in der Projektablage und musst dich nicht mehr auf die Suche in irgendwelchen Verzeichnissen machen. Das ist sehr praktisch und sorgt für eine entsprechende Übersichtlichkeit. Weil das so ist, gehören Projektablagen zur Standardausstattung vieler Schnittprogramme, zum Beispiel Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements, Avid Media Composer und so weiter. Schauen wir uns die Bedeutung der Projektablage mal in der Praxis an. Ich ziehe das Fenster mal so ein bisschen größer. Ich habe jetzt hier in einem Verzeichnis einige zusätzliche Dinge vorbereitet, die ich jetzt hier ebenfalls in der Projektablage haben möchte. Dann kann ich die jetzt einfach mal reinziehen, so ein paar Fotos, zwei Stück. Und dann habe ich hier noch Audiodateien, die ich ebenfalls hier verwenden möchte. Ich ziehe die also einfach per Drag and Drop aus einem Windows-Verzeichnis hier in die Projektablage. Ich könnte das auch über diese Schaltfläche erledigen. Hier hatte ich ja zunächst schon im Mediapool mein Rohmaterial geladen. Diese Vorgehensweise ist ja bei den Programmen der Magix Video Deluxe Familie ansonsten der Standard, dass man sein Rohmaterial hier oben im Mediapool lädt oder eben aus einem Windows-Verzeichnis in die Software zieht.
Allerdings haben wir hier den Nachteil, den ich vorhin beschrieben habe, dass wir hier nie mehrere Verzeichnisse auf einmal sehen können. Das heißt, wir haben ja nur Inhalte, die jeweils in einem Verzeichnis enthalten sind. Und wenn wir in ein anderes Verzeichnis schauen müssten, auf Material, was in einem anderen Verzeichnis liegt, dann haben wir halt entsprechenden Navigationsaufwand und der fällt halt bei der Projektablage weg. Ich will jetzt auch diese Clips hier einfach mal in die Projektablage bringen. Dann kann ich die ja einfach alle auswählen und per Drag and Drop hier einfach mal rüberziehen. Und dann werden die mir ebenfalls in die Projektablage kopiert. Und somit habe ich hier alles beisammen und kann jetzt diesen begrenzten Bereich hier oben, diesen Platz, einfach anders nutzen als für die Darstellung des Rohmaterials. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Effekte darstellen oder ähnliche Dinge und habe halt hier alles in der Projektablage. Ich kann natürlich in der Projektablage selber auch umschalten, wie mir das Ganze angezeigt wird. Das kann ich hier erledigen. Voreingestellt war hier die Detailansicht. Ich gehe mal auf die Listenansicht oder auf große Symbole, wobei ich dann hier die Größe der Symbole über diesen Regler steuern kann. Und hier sind jetzt eben alle Inhalte drin, unabhängig davon, in welchem Verzeichnis sie sich gerade befinden. Wir haben hier die beiden Sounddateien, die ich importiert habe. Dann habe ich hier noch einige Fotos gehabt, die ich dazu geholt habe, die beiden. Und halt mein Rohmaterial, was in einem anderen Verzeichnis lag, habe ich hier auch noch reingeholt. Und das ist eben der große Vorteil. Neben der Projektablage war ja der zusätzliche Monitor ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Programmen der Magix Video Deluxe Familie. Im Zusammenhang mit der Projektablage wird auch gleich deutlich, wozu dieser zweite Monitor dient. Ich kann hier nämlich zum Beispiel einen Clip auswählen, klicke den hier einfach an, kann dann hier auf die Play-Schaltfläche gehen und dann wird mir dieser hier in diesem zweiten Monitor angezeigt. Und jetzt kann ich hier einen Endpunkt festlegen, zum Beispiel hier, wo dieser Ballonkorb da hinten rausgezogen wird, und lege jetzt gleich noch einen Outpoint fest, indem ich hier auf die entsprechende Schaltfläche klicke. Und dann kann ich den Clip von hier nach hier schneiden, indem ich ihn entweder per Drag and Drop hier reinziehe auf die gewünschte Spur oder indem ich hier auf diese Schaltfläche klicke, automatische Übernahme. Und dann wird mir der Clip hier auf die ersten Spuren des Projektfensters geschnitten. Alternativ dazu, wie gesagt, hätte ich ihn auch hier per Drag and Drop auf die gewünschten Spuren ins Projektfenster ziehen können. Das ist also der typische Workflow, so wie man ihn auch aus vielen anderen Videoschnittprogrammen erkennt. Das Rohmaterial in der Projektablage auswählen, im sogenannten Quellmonitor anschauen, die zu verwendende Passage festlegen mit In und Out und dann die zu verwendende Passage in das Projektfenster schneiden. Und sobald wir einen Inhalt in das Projektfenster geschnitten haben, wird der Projektfensterinhalt hier auf der linken Seite dargestellt. Ich nehme diesen zweiten Clip hier nochmal raus. Wenn du später nochmal auf diesen Clip zurückgreifen möchtest, dann merkt sich Magix, welche Passage du zuletzt aus dem Clip entnommen hast, welche Passage du mit In und Out festgelegt hast. Ich kann das hier nochmal simulieren, wenn ich hier draufklicke. Dann sehen wir, dass sich die Software hier an den zuletzt von dir definierten In- und Out-Bereich erinnert. Das ist eine kleine Gedankenstütze, welche Passage man in der Vergangenheit hier schon genutzt hat. Bezieht sich aber tatsächlich nur auf die zuletzt festgelegte In- und Out-Strecke, auf den zuletzt festgelegten In- und Out-Bereich, wenn du hier mehrfach Passagen entnimmst, merkt sich die Software nicht alle, sondern tatsächlich nur die letzte Passage, die du so mit In und Out festgelegt hast. Da wird also im Rahmen der Projektablage mitgespeichert. Rechts oben im Projektfenster haben wir ein etwas unscheinbares Feature, das es in der Form nur in Magix Pro X15 gibt, eine Aussteuerungsanzeige, die den Pegel des Projektfensters wiedergibt. Das gibt es in der Form in den anderen Magix Video Deluxe Programmen nicht. Schauen wir nochmal in die verschiedenen Menüs. Fangen wir hier mal mit dem Menü Datei an. Das Menü Datei ist weitgehend identisch mit dem gleichnamigen Menü der Programme der Magix Video Deluxe Familie. Hier im Menü Datei findet sich ein Befehl, der sich auf die Projektablage bezieht.
Wir haben also die Möglichkeit, auch über den Befehl Clips in die Projektablage zu importieren. Wir können auch hier die Projektablage bereinigen, dann werden also alle Clips aus der Projektablage entfernt, oder wir können eine Projektablage auch speichern. Das heißt, ich kann diese Projektablage in der Form speichern. Wenn ich ein anderes Projekt auf der Grundlage von dem Rohmaterial schneiden möchte, dann kann ich mir einfach die Projektablage laden und kann dann mit den Inhalten der Projektablage weitermachen. Das geht dann hier entsprechend über den Befehl Projektablage laden. Dann haben wir hier das Menü Bearbeiten. Das ist ebenfalls weitgehend identisch mit dem Menü der Programme der Magix Vue Deluxe Familie. Zwei Unterschiede gibt es. Hier haben wir in Pro X15 die Lückensuche, die es in der Form in Magix Vue Deluxe nicht gibt. Und dann fehlt hier sogar in Pro X15 eine Funktion, die es in Magix Vue Deluxe gibt, nämlich die Funktion Objekte als Takes speichern. Gibt es schlicht nicht. Die Funktion wird auch nicht im Kontextmenü eines Clips bereitgestellt, findet sich zudem auch nicht in der Programmhilfe von Magix Pro X15. Diese Funktion ist eigentlich ganz praktisch, weil man auf diese Art und Weise im Projektfenster angeordnete einzelne Clips, die ja in der Regel aus einem längeren Clip entnommen worden sind, mittels In und Out nochmal separat abspeichern zu können. Diese Funktion gibt es in vielen anderen Programmen auch. Dort heißt die dann Subclips oder Clipkopie erstellen. In Magix Pro X15 wird diese Funktion aktuell nicht bereitgestellt. Schauen wir mal ins Menü Effekte. Das ist ein relativ komplexes Menü. Trotzdem unterscheidet sich Magix Pro X15 hier eigentlich nur durch den Befehl Farbeffekte als Lookup-Tabelle speichern. Hier geht es darum, eine Farb- bzw. Helligkeitskorrektur in Dateiform zu speichern. Diese auch als LUTs bezeichneten Korrekturen können dann auch auf anderes Material angewandt werden. Somit spart man sich die mehr oder weniger mühsame Korrektureinstellung und erzielt zudem im Idealfall auch noch einen einheitlichen Look. Mit anderen Worten, einmal eine Farbkorrektur einstellen, das Ganze speichern und dann bei der Korrektur von anderem Material einfach aufrufen. Weitere Unterscheidungsmerkmale haben wir hier im Bereich der Effekte. Hier stellt uns Magix Pro X15 eine Vielzahl von Effekten zur Verfügung, die wir in der Form in den anderen Magix-Programmen nicht finden. Unter anderem Effekte zur Farb- und Helligkeitskorrektur. Ich klicke mal auf die Farbkorrektur. Dann haben wir hier eine besondere Farbkorrektur, eine Drei-Wege-Farbkorrektur. Die ist in der Form eben auch in den anderen Magix-Programmen nicht gibt. Drei Wege bedeutet, das Videobild wird bezüglich der drei Bereiche Schatten, Mitten und Lichter getrennt korrigiert. Das heißt, wir korrigieren einmal die dunklen Bereiche und haben die Möglichkeit, die mittelhellen Bereiche zu korrigieren oder in die sehr hellen Bereiche. Und dabei, wenn ich das hier mal mache, tritt ein weiteres nettes Feature zutage. Ich erhöhe hier mal die Sättigung in den Mitten ein wenig. Sowas, dann wird klar, welchen weiteren Zweck dieser sogenannte Quellmonitor hat. Der zeigt mir jetzt nämlich automatisch immer den ursprünglichen Zustand des Materials an, das ich hier selektiert habe. Ich habe hier diesen Clip hier unten gewählt im Projektfenster. Der wird mir deshalb hier auf der linken Seite angezeigt. Der hier auf der linken Seite abgebildete Monitor mir immer den Inhalt des Projektfensters darstellt. Aber bei diesen Korrekturmaßnahmen sehe ich halt automatisch auch den jeweiligen Clip in seiner Originalfassung. Und da habe ich einen schönen Vorher-Nachher-Effekt und kann das so sehr schön abstimmen. Das gibt es in den anderen Magix-Programmen in der Form ebenfalls nicht. Bleiben wir weiter bei den Effekten. Hier haben wir noch eine Tonwertkorrektur, die es in der Form auch in den anderen Programmen nicht gibt. Ja, bei dem Effekt Tonwertkorrektur geht es um die Korrektur von Helligkeitswerten. Um das zu veranschaulichen, habe ich hier diese Grautreppe geladen. Diese steht hier für ein kontrastschwaches, flaues, ja eben ein zu korrigierendes Bild. Und wir gehen hier bei der Tonwertkorrektur damit los, dass wir den Eingabestart festlegen. Damit legt man den sogenannten Schwarzpunkt fest. Bestimmt also, welche Bildpunkte im Bild tatsächlich schwarz sein sollen, also welche Helligkeitswerte
schwarz sein soll. Und dann können wir mit dem Eingabeende festlegen, welche Helligkeitswerte denn weiß sein sollen. Beim normalen Videobild hätte man da zum Beispiel den Hintergrund eines Nummernschildes oder irgendeine andere weiße Fläche, wo man weiß, das ist eigentlich weiß, und dann könnte man die als Referenz nehmen und den Wert dann hier so verändern, dass diese Fläche dann entsprechend weiß im Bild wird. Hier ist es dann dieser Strich hier auf der rechten Seite. Dann kann ich hier zudem noch festlegen, wie schwarz mein Schwarz werden soll. Wenn das Schwarz nicht ganz so schwarz ausfallen soll, dann kann ich das hier aufweichen, wird es halt wieder heller. Und hier kann ich festlegen, wie weiß mein Weiß werden soll. Wenn es nicht ganz weiß werden soll, dann kann ich das Ganze hier auch reduzieren und fällt das Weiß hier halt eben nicht ganz so weiß aus. Und man hat es eben gesehen, wenn ich diese Werte hier anpasse, hat das auch Auswirkungen auf die anderen Werte dazwischen, zwischen diesen beiden Extremwerten. Und insbesondere für die Werte dazwischen gibt es hier auch diesen Gamma-Regler, der hier bei dieser Tonwertkorrektur auch den Weiß- und den Schwarzpunkt mit verändert. In vielen Programmen fasst dieser Regler Schwarz und Weiß eben gerade nicht an, sondern beschränkt sich hier auf die Werte dazwischen. Hier werden auch die Weiß- und die Schwarzwerte dann mit berührt. Dann haben wir hier mit LAB-Farbe einen weiteren Farbkorrekturbefehl. Die Namensgebung kommt von L ist die Helligkeit, Luminanz, und A und B sind jeweils eine Farbkomponente. Kanal A, also Farbkomponente A, enthält Informationen zu Magenta und Grün. Die B-Komponente von Blau und Gelb, und damit kann man dann hier entsprechend korrigierend eingreifen. Hier oben können wir separat von den Farben die Helligkeit steuern, und wir können hier die Bildhelligkeit invertieren und die Farbgebung bleibt dabei erhalten. Das rote Auto bleibt rot und der Ballon bleibt auch gelb. Es werden lediglich die Helligkeitswerte geändert. Und hier unten haben wir dann noch einen Regler für die Entsättigung. Damit können wir dann die Farbe sozusagen rausdrehen und hier eine Graustufenkonvertierung vornehmen, um eben aus einem Farbbild ein Graustufenbild zu machen. Schwarz-Weiß, wenn man so will. Dann haben wir hier noch einen Effekt Rauschen, den es in der Form auch in den anderen Magix-Programmen nicht gibt. Es gibt also verschiedene Arten von Bildrauschen, die ich damit generieren kann. Ich kann das sogar animieren, das Ganze. Und dann gibt es hier, wenn ich hier weiter runter scrolle, auch noch den Effekt Unscharf maskieren. Entgegen dem Namen geht es hier darum, ein Bild scharf zu zeichnen. Das ist ein Standardfilter, den man auch in vielen Programmen der digitalen Bildbearbeitung ansonsten findet. Stichwort Photoshop und so weiter. Dann haben wir hier noch den Effekt Gaußsche Unschärfe. Ebenfalls ein Effekt, den es in der Form nur in Magix Pro X15 gibt. In vielen Programmen wird dieser auch als Gaußscher Weichzeichner bezeichnet. Der große Vorteil bei diesem Effekt ist, man kann die Weichzeichnung wahlweise nur auf die horizontale oder auf die vertikale beschränken. Und damit ist halt ein ganz bestimmter Look möglich, den man mit der ansonsten verfügbaren Unschärfefunktion nicht erzielen kann. Dann gibt es hier noch die Funktion Lookabgleich. Die gibt es auch in der Plus- und Premium-Version. Ja, allerdings ist dieser hier ein bisschen anders aufgebaut als der Lookabgleich in den Magix Video Deluxe Programm. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Magix Pro X15 und den Programmen der Magix Video Deluxe Familie ist der Punkt Multicam. Während die Plus- und die Premium-Version von Magix Video Deluxe jeweils 4 Spuren im Rahmen des Multicams unterstützen, unterstützt Magix Pro X15 hier mehr als die doppelte Spuranzahl, nämlich 9 Spuren. Ein weiteres Feature von Magix Pro X15 sind Messinstrumente. Die können hier in diesem Monitor dargestellt werden. Kann man hier über dieses Menü hier oben erledigen. Und dann haben wir in dem unteren Abschnitt Zugriff eben auf diese verschiedenen typischen Videomessinstrumente, zum Beispiel das Vektorskop sieht dann so aus, oder ein Wellenformmonitor, auch Waveformmonitor genannt.
oder beispielsweise die RGB-Paradedarstellung oder das Histogramm. Man kann auch alle Instrumente nebeneinander darstellen und man kann hier auch noch Einstellungen zu diesen Instrumenten vornehmen. Das kann man dann über diesen Dialog hier machen. Bei diesen Messinstrumenten geht es darum, sowohl die Farbinformation als auch die Helligkeitsinformation, also Chrominanz und Luminanz, zu messen und im Zweifelsfall dann mit einer Farbkorrektur entsprechend korrigierend einzugreifen. Ein weiteres Feature, was Magix Pro X15 gegenüber der Magix Video Deluxe Familie bietet, ist der 3- und 4-Punkt-Schnitt. Diese Zahlen beziehen sich auf die vom Anwender gesetzten Punkte, also die In- und Outs. Ich habe hier mal einen 4-Punkt-Schnitt vorbereitet. Hier in meinem Zuspieler, also dort, wo ich das zu schneidende Material geöffnet habe, habe ich hier einen In- und einen Out gesetzt. Die ganze Sache dauert hier so rund 17 Sekunden. Ich gebe das mal wieder. Dauert ziemlich lange, ziemlich langatmig. Und wenn man das Ganze verkürzen möchte, aber trotzdem den ganzen Prozess zeigen möchte, muss man die Sache beschleunigen. Deswegen habe ich hier mal im Projektfenster einen Bereich angelegt mit In und Out, der so rund 3 Sekunden lang ist. Und ich möchte nun diesen 17 Sekunden langen Clip hier auf 3 Sekunden bringen. Das kann ich mit Hilfe des 4-Punkt-Schnitts machen. Ich habe also hier den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten Punkt gesetzt. Also ein In, ein Out, ein In und ein Out. 4 Punkte, 4-Punkt-Schnitt. Ich muss dann hier lediglich auf diese Schaltfläche gehen und dann hier zum Beispiel auf Einspur Ripple. Dann macht er das und dann kommt ein Dialogfenster und dann sage ich ihm, dass er den Originalton entfernen soll. Und dann ist genau das passiert. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Passage von 17 Sekunden auf rund 3 Sekunden eingedampft, wenn man so will. Ich gebe das mal wieder. Das war's. Ein 4-Punkt-Schnitt. Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und falls noch nicht geschehen, würde es mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ja, dann bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.